Toll. Okay, und die letzte war hier. Bei dir. Loveless. Eine epische Erzählung von Liebe und Freundschaft. Gefühle, die dem Untergang geweiht sind. Ein echter Klassiker, der sogar als Theaterstück adaptiert wurde. Er wird jedes Jahr auf der Bühne inszeniert. Ich bin Mitglied eines Genesis-Fanclubs namens Arbeitskreis. Wir widmen uns der Analyse von Loveless, um tiefere Erkenntnisse über das Stück zu erlangen, welches Genesis so liebt. Ursprünglich befassten wir uns bei Rotleder, einem weiteren Genesis-Fanclub, mit der Analyse von Loveless. Doch dieser Club wurde uns irgendwann zu oberflächlich, sodass wir uns abspalteten. Wie wär's? Möchtest du dem Arbeitskreis beitreten und dich wie Genesis dem Studium von Loveless verschreiben? Warum nicht? Willkommen, hiermit nehmen wir dich in den Kreis der Loveless-Schüler auf. Oh, klingt, als hättest du eine neue Mail bekommen. Schau doch direkt mal rein. Okay, Loveless Sonderaufführung. Auch die diesjährige Inszenierung von Loveless erfreut sich größter Beliebtheit. Wie gewöhnlich steht die Liebesgeschichte aus der Sicht der weiblichen Protagonistin im Vordergrund, wie sie in den Akten 2 und 3 geschildert wird. Die Aufführung enthält jedoch auch Szenen der zwei Freunde, was sie sehr nah an das Original bringt. Frühere Inszenierungen haben insbesondere den zweiten und dritten Akt ins Rampenlicht gerückt. Literaturkritiker halten jedoch den vierten Akt für das Kernstück des Werks. Ob die diesjährige Aufführung diesem Akt gerecht wird? Davon sollte sich jeder selbst überzeugen. Also, worauf wartet ihr noch? Ab ins Theater! Theater, Theater, was ist schon dabei? oder so. Was weiß ich nicht. Okay. Guti, dann machen wir uns mal zurück zum Shinra-Gebäude. Im Materialabor auf der Soldatetage wird Materia hergestellt. Bringst du den Vorstand des Labors einen Makonit, können sie ihn für dich zu Materia veredeln. Makonite erhältst du unter anderem durch Missionen. Mhm. Okay. Ein Ausstellungsraum. Klingt interessant. Ah, stimmt, das ist der Ausstellungsraum. Ja, okay. Ist doch nicht so interessant, wie es erst klang. Kenne ich schon aus Final Fantasy 7. Reicht mir. Können wir die Aufzüge nehmen? Nein. Okay. Dann halt nicht. Dann heißt es wohl Treppen steigen. Nee. Ah. Die Aufzüge hier, ja. Die Aufzüge hier. Auf zur Soldatetage. Jo, Sachse. Hey, Zack, du wirst im Besprechungsraum erwartet. Irgendein Türk ist da. Du solltest dich also besser beeilen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so dringende Dinge zu erledigen hast. Tut mir leid. Ja, ja. Du mich auch. Bin schon unterwegs. Nun, viel Glück für den Einsatz. Wenn ich mal wieder Zeit habe, schicke ich dir eine Mail. Tja, also, grundsätzlich, ne? Grundsätzlich interessiert mich das gerade eher weniger. Wait. Stand schon davor. Tja, voll im Kreis gerannt. Egal. So. Missionen. Wir haben da ein paar. Die Sicherheitsfehde. Den Shinra-Schockabsorber. Die Mitglieder der Sicherheitsbehörde haben um eine Gemeinschaftsübung mit Soldat gebeten. Manche von ihnen sind nicht so besonders gut auf Soldat zu sprechen. Sieh dich also vor, auch wenn es nur eine Übung ist. Okay, nehmen wir an. Missionsstart. Da drüben hin, hä? Okay. Okay.
So. Jetzt hier irgendwas Interessantes? Ah. Kiste. Mit einem Megatrank. Oh. Okay, das verwendet dann meine Heiltränke, ey. Goodie. Weiß ich Bescheid. Sehr schön. So. Und dann vermute ich mal, wird da noch was sein. Okay, wie viele Heiltränke habe ich? 3, das ist nicht viel. Oh, wait. Ich wollte doch hier nach einer Kiste gucken. Nein? Keine Kiste? Schweinerei? Okay. Ist denn hier noch was? Sehe ich jetzt auch nichts, ne? Huh? Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. So. Na. Da ist eine Kiste. Okay. So. Was ist? Das heutige Kräftemessen konntest du für dich entscheiden. Doch meine Männer waren allesamt Amateure. Kaum einer von ihnen hat Kampferfahrung. Erwarte beim nächsten Mal nicht dasselbe Ergebnis. Ja, ja. Alles klar, alles klar. Es lag nicht an mir, dass ich gewonnen habe, sondern daran, dass... Ne? Wie auch immer. Okay, da ist nichts mehr. Einkaufen. Shinra Kiosk. Nehmen wir mal hier 10 Heiltränke dazu. So. Dann bin ich erstmal glücklich. Okay. Shinra Sicherheitsfehler, die zweite Herausforderung.
Die Mitglieder der Sicherheitsbehörde haben erneut um eine Gemeinschaftsübung mit Soldat gebeten. Im Gegensatz zum ersten Manöver sollen diesmal auch unterstützende Robotereinheiten zum Einsatz kommen. Du solltest die Übung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, gut, ne? Passt schon. Kriegen wir schon hin. Missionsstart. Okay. Ja, gut. Activating Combat Mode. Ich wollte gerade ausweichen. Dummer Offensivgardist. Dummer Offensivgardist. So, fertig. Auch das erledigt. Verdammt, wieder waren wir Soldat unterlegen. Nur von nun an machen wir ernst. Du hast unsere Fairness schamlos ausgenutzt. Unser drittes Gemeinschaftsmanöver wird Soldat vom bitteren Geschmack der Niederlage kosten lassen. Versprochen. Ich nutze eure Fairness aus. Ich bin alleine. Ihr in einer Gruppe mit Robotern zusammen. Ah ja, die Roboter sind scheiße, aber... Ne? Die dritte Herausforderung. Und wieder hat die Sicherheitsbehörde um eine Gemeinschaftsübung mit Soldat gebeten. Die Behörde ließ verlauten, dass ihre Männer die bisherigen Manöver nicht ernst genug genommen hätten. Sie werden nun mit allen Mitteln versuchen, ihr Gesicht zu wahren. Sehr auf der Hut. Okay. Schauen wir doch mal, ne? Okay. So, wie sieht die Karte aus? Gut. Ich gucke mich auf jeden Fall überall nach Kisten um. Ja, weil zwei Kisten sollen hier zu finden sein. Die will ich dann auch beide haben. Sonst entgeht mir ja noch was. So. Okay, das heißt... Da ist eine... Wahrscheinlich ist hier eine, ne? So, sehr schön. Hätten wir das? Ja, Moment. War hier jetzt eine Kiste, ja oder nein? Nö. Sieht nicht so aus. Toll. Völlig umsonst hierher gerannt. Okay. So, da ist nichts weiter, da können wir nicht lang. Hier ist nichts weiter. Hier ist aber auch nichts weiter. Hier ist auch keine Kiste. Wo ist die?
Ja, ja. Luftschlag. Stufe 3. Yo, nice. Stufenanstieg. Nein, nicht hier lang. Nicht hier lang. Gucken wir doch hier vorne nochmal. Eventuell habe ich echt hier vorne eine Kiste übersehen. So. Goodie. Und da ist die Kiste. Okay. Hier ganz vorne, wo ich nicht mal gestartet bin. Wo ich vom Missionsziel aus weglaufen musste. Oder müsste. Hätte weglaufen müssen, so. Denn ich bin hier gestartet. Ja, naja. Ich meine, ich hab sie ja jetzt, ne? Von daher stört's nicht. Ich fühl mich aber trotzdem ordentlich getrollt. So, okay. Das hätten wir auch. Ja, mehr Combats, ist klar. So, erledigt. Huiuiuiuiui hier. Kampf genau in dem Moment beendet, in dem die Handgranate explodiert ist. Wodurch ich keinen Schaden mehr genommen habe, weil der Kampf schon vorbei war. So nicht. So, dankeschön. Dann lasst mich mal hier zu dem letzten eurer Dudes hin. So, Monsieur Stabsgefreiter B, du darfst einmal sterben. Und der Stabsgefreiter A jetzt auch. Warum? Weil ich das sage. So. Zugegeben, wir haben noch keine Übung gegen dich gewonnen. Aber ich weiß schon warum. Das Budget von Soldat liegt weit über dem der Sicherheitsbehörde. Außerdem soll die Forschungsabteilung ja auch ordentlich an euch rumfuschen. Auf solche schmutzige Tricks ist die Sicherheitsbehörde nicht angewiesen. Ja, ja, du mich auch, ey. Quadraslot.